ist nicht drin. Und hier, Zimmer 218, finden wir die Antwort. Denn wir kommen hier nach oben hin. In ein niedergebranntes Zimmer. Dem sollten wir uns nicht wirklich nähern. Weil das macht uns ein bisschen Schaden. Scheiße. Ich muss speichern. Weil das ist nämlich richtig böse. Wenn man es falsch macht, kann man hier drauf gehen. Wenn man es richtig macht, kommt man ohne einen Kratzer. Hier dran vorbei. Können wir auch nichts machen. Und da... Au, genau das meinte ich. Und hier müsste unsere Antwort liegen, in Zimmer 310. Ist aber nett, dass man hier eine tolle Aussicht hat, wenigstens so. Blick in die Vergangenheit. Hier finden wir den Talisman. Und den nehmen wir jetzt auch. Leuchtturm sieht man, das ist schön. Da hinten das Schiff, das wird später noch interessant. Okay, wir haben 4 Erfahrungspunkte. Soll ich die für Ausweichen, also Verteidigen ausgeben oder Wahrnehmung wäre eigentlich auch fast nicht schlecht. Manipulation wäre eigentlich, als wäre alles nicht schlecht. Nahkampf wäre auch nicht schlecht. Nachforschungen und Finanzen. Komm. Ausweichen. Auf Verteidigung. Boah, echt grausam. Und jetzt, da wir die Halskette haben. So unglaublich es auch klingen mag. Hat der Geist keinerlei Einfluss mehr auf uns. Allerdings kann uns, wenn wir zurückgehen... Oh Gott. Da. Kann uns der Nebel trotzdem noch schaden. Aber... Hurra, hurra, wir haben es geschafft. Oh, hier können wir übrigens auch nicht runter. Aber hier können wir jetzt. Es ist eigentlich egal, von welcher Seite man hochgeht. Geht man zuerst rechts, dann stürzt da die Treppe ein. Man sieht das so auch ein bisschen zu fragmentmäßig. Und geht man links zuerst, dann stürzt man dort runter. Auf jeden Fall sind wir hier endlich fertig und ich bin Gott froh, diesen verfluchten Ort hinter mir zu lassen. Weil ich habe so eine... Boah, Gänsehaut, das ist...
Rasserei bedeutet Kontrolle durch das Tier. Und so weiter und so weiter. Ein letzter Blick auf das Ocean House Hotel. Und nun endlich zurück ins Stadtleben. Alter, Halleluja. Wie gesagt, es ist so mein Lieblings- und meine Hassgegend. Lieblingsgegend, weil es eine düstere Geschichte hat und ich liebe düstere Geschichten. Mein Hassding eher, es hat so eine gruselige Atmosphäre, dass man sich zum Teil erschreckt. Und dass man da sogar drauf gehen kann. Und sowas ähnliches haben wir. Also, und dieses Ocean House Hotel, ich sag's mal so, die Atmosphäre und so weiter, haben wir nicht zum letzten Mal gesehen. Wir werden noch weiterhin ein bestimmtes Level haben. Oder was ist ein bestimmtes Level? Eine bestimmte Aufgabe. Die unglaublicherweise, beziehungsweise sehr mies, sich in die Länge zieht. Und die zieht sich nicht nur saumies in die Länge, sondern ist echt ein riesiges Kapitel. Und das ist auch wirklich dann so ein brutaler, Schock-Level. Auf ins Asylum. Wir müssen Therese Warman den Anhänger überreichen. Hey, don't take this the wrong way, but even beer goggles have their limits, you know. If you were hoping to find someone drunk enough to go home with you. Was weißt du über Therese und Jeanette? They cut me a check every 2 weeks. End of discussion. Kapiert. Mach's gut. Immer kommt's euch nur aufs Aussehen an. Ach ja, ich liebe es irgendwie als Nosferatu zu spielen. Weil da gibt's da so derbe Sprüche. Man hat's auch gesehen. Wir können ja auch das Licht ausmachen. Oh je, armer Nifbet. Er hat's nicht leicht. So. Oh, okay, Jeanette ist da. Das Asylum. Guten Abend, Miss Warman. Okay, nicht mehr verheiratet. Kontakte. Boah, das heißt auf jeden Fall, ich rufe mich an. Oder? Okay, Geschäfte. Business. Oh, LaCroix. Durchweis 702. Camarilla Prince von L.A. Okay. Tang. Bertram. Erschrecknet. Örtlicher Nosferatu. Johnson. Community Construction. Hm. Okay. Miller. The Flow at Underground, Disc Jockey, okay, DJ. Vandal, Leiter der Blutbank. Mhm, jetzt wissen wir es. Vandal ist der Ghoul von Therese Warman. Und Labor, Art Coordinator. Dann noch E-Mail. Boah, keine Ahnung. Ach, One Baroness 2. Nee. One Baroness Free. Ich glaube, das ist so eine kleine Anspielung. Oder was ist Anspielung? In Wirklichkeit sollte das vielleicht heißen: One Baron is free. Ein Baron oder eine Baronin ist frei. Bin mir aber da echt unsicher, was es mit dem Passwort auf sich hat. Nektar der Götter. Vandal Cleaver.
Miss Warman, Ihr ergebener Diener hat wieder einmal sein Bestes getan, um Ihnen eine exquisite Auswahl der erlesensten Bluttropfen zu präsentieren. Ich bitte vielmals um Entschuldigung, dass ich letztes Mal nicht schnell genug eingeschenkt habe. Vergeben Sie mir, im Gegensatz zu Ihnen bin ich nicht perfekt. Alter. Baustopp. Julian Johnson, genau, das meinte ich. Liebe Miss Warman, es tut mir wirklich leid, aber die Männer werden dort nicht mehr arbeiten. Sie sagen, es spukt überall. Und hier, Santa Monica ist meine Chat von Janet. Wieso bist du immer so gemein? Bertie ist ein netter Kerl, wenn man ihn erstmal kennt. Du bist die, die widerlich ist. So, und dann reden wir mal mit Janet. Oh, not even a knock? I could have been undressing. And who knows what I would have had to do to you. You're here to see Her Royal Majesty Queen Victoria, aren't you? Ja, ich muss mit Therese sprechen. Therese is out making a show of how well her lips fit on the pants seat of the Camarilla. Did you happen to find her chastity belt or something? Ich muss Therese etwas geben. Es stammt aus dem Hotel. Ooh, can I see it? Tut mir leid, aber das würde ich lieber Therese geben. I'm not just some silly doll, you know. All my life, my sisters made me out to be a joke. She told you I was an embarrassment, didn't she? That I couldn't tie my shoes, let alone hold on to something for her. Is that it? Nein, bitte beruhig dich. She's always belittling me. She's the smart one. She's the favorite. She's the successful one. Well, it's not fair. I'm not a fool. This club's success is just as much my doing as it is hers. Ich verstehe, aber ich kann es dir trotzdem nicht geben. Do you understand what it's like to have your own flesh and blood ripping you apart on a daily basis for two lifetimes? Can you? Es tut mir leid, das zu hören, Jeanette, aber ich muss es wirklich Therese geben. Fine, you hold on to it. Since you're so willing to brave that big spooky place for my darling sister, how about doing a teensy tiny favor for little troubled me? Was würde wohl ein Lächeln auf dieses Antlitz zaubern? Do you know Gallery Noir down the street? I happen to know there's a charity event being organized there. Lots of influential Santa Monicans slithering in for token appearances. But there's one thing they don't know. The whole event's been set up by a kindred trying to establish their own power clique in our city. And we can't let that happen, can we? So I need some brilliant young upstart to spoil the milk. Was soll ich machen? I promise this won't take long. Take this knife. Give the paintings in the gallery a good slashing. Don't get caught, and don't turn it into a massacre. And steal the charity box, would you? Buy yourself something velvet. Ich stehle doch keine Spendengelder. It's not what you think. Every pretty penny dropped in that box is going right into some other kindred's purse. You'd be crooking from a dirty steal. Spendengeld stehle ich nicht, aber den Rest mache ich. Ist die Fete dann beendet? I'm sure Therese will be thrilled to honor your agreement when you get back. But in the meantime, get to the museum and ruin those paintings. Then pay me a visit. I want to hear all about it. Hurry up. I can only amuse myself for so long. Bin bald wieder da. Bis dann. Oh, and there was something about the paintings. What was it? I can't remember. Oh well. Have fun, Declan. Aha, und das war mit den Gemälden. So, ganz kurz. Geisterstunde, Sie haben die Halskette aus dem Ocean House Hotel
geholt, um sie zu Reese zu bringen. Sie sollten dafür als Gegenleistung die Fete mit Tang beenden, doch sie war nicht im Asylum. Sie sollten später noch einmal wiederkommen, um sie zu treffen. Das Problem ist, geben wir das Jeanette, dann zählt dies Geisterstunde als Fehlschlag. Schnitzerkunst. Jeanette hat sie gewählt, in der Gallery Noir in Santa Monica die Gemälde aufzuschlitzen und könnten sie dabei auch die Spendenkasse stehlen? Stehlen wir die Spendenkasse, verlieren wir einen Punkt Menschlichkeit. Oder wir verlieren Menschlichkeit, besser gesagt. Ich bin mir jetzt echt unsicher, wie viel haben wir denn? 871, ja gut, wir kriegen vielleicht $100 oder $200 dazu, aber... Nee. Nee. Ich bin vieles, aber... Naja. Gallery Noir ist eine richtig geile Quest. Allerdings ist das, hängt das mit Geschichtsstunde zusammen. Also ich habe ziemlich lange gebraucht, bis ich dahinter gekommen bin, wie Gallery Noir funktioniert. Wir wollen nicht durch den Vordereingang gehen. Der ist verschlossen. Knapp. Und der Seiteneingang wird von einem Polizisten bewacht. Na, wo ist er denn? Genau. Gut, ich bin jetzt leider ein bisschen blöd gegangen, tut mir leid, aber ich möchte mal zwei Wege zeigen. Man kann entweder, wenn man hohe Geschicklichkeit hat, durch die Vordertür rein, hat aber die Gefahr, dass man eventuell entdeckt wird, vor allem durch den hier. Geht man hier hin, haben wir entweder als normaler Vampir, also anders als Nosferatu, und man ist am besten weiblich, kann man ihn verführen. Und jeder andere Clan, da kann, als männlich kann man ihn entweder einschüchtern, nicht unbedingt, aber man kann ihn überreden und so weiter. Mal gucken, was er bei einem Nosferatu sagt. Oh, what the? Who that bear claw's not sitting too pretty? Oh, jeez. Evacuate the area. Whatever the heck you are, I recommend you vacate the area immediately before I radio for additional security personnel. Knocked a few years after your old ticker. Oh. Was macht er jetzt? Ah ja. Okay. Wenn wir jetzt, glaube ich, zum Seiteneingang gehen, haben wir ein dickes Problem, weil das bemerkt er und dann... Aber hier... können wir uns einen Weg durchbahnen. Und hier das Schloss knacken. Perfekt. Und hier braucht man eigentlich wenig Geschick. So. Ist das etwa... Ja, Tatsache. Ah. Hier kann man sich die Spendenkasse klauen. Ich zeig's mal ganz kurz. Ich meine, $250 sind drin. Okay. Und was jetzt passiert? Keine Meldung? Hä? Nee. Das ist ein Witz. Normalerweise verliert man Menschlichkeit. Gut. Hier haben wir vier Bilder. Cain slays Abel. Cain spurns Lilith. Cain cursed by God. And Cain meets Lilith. Das ist die Geschichte, wie Cain zum Vampir wurde. Kann man alles wunderbar nachlesen in Not. Oder im Buch Not. Jetzt will ich mal kurz gucken, was hat das mit dem Messer auf sich? Okay, ist genauso gut wie der Arm. Manche Messer werden im Laufe ihrer gesamten Existenz nie für niederträchtige Zwecke missbraucht. Dieses gehört nicht dazu. Und wir brauchen auch das Messer. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Okay. Oh cool, das Montiersken können wir am besten benutzen.